And batting cleanup tonight, the man we all came to see and hear, the great Brian Wilson. And if you wanna find me, I'll be out in my sandbox, wondering where the hell all the love has gone. Playing my piano and building castles in the sun, and singing fun, fun, fun. Lying in bed like Brian Wilson did. Lying in bed like Brian Wilson did. Yes, I'm lying in bed like Brian Wilson did. Lying in bed like Brian Wilson So, ja, liebe Kommilitonen, das wird wohl heute ein etwas epischer Beitrag, zumindest von der Länge her. Das Lied gerade war ein Lied vorgetragen von Brian Wilson, geschrieben von den Bare Naked Ladies über Brian Wilson. Und zwar ging es da so wohl, denke ich, um diese Periode im Leben von Brian Wilson, wo er jahrelang, sagt mal, im Bett gelegen hat und richtig fett geworden ist. Alles, was ich jetzt hier so von mir gebe, ist natürlich von mir mühsam aus dem Intranet zusammengeklaubt. Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt. Ich gebe mir alle Mühe, seriös zu sein, deswegen auch meine Brille. Und auf dieses Thema komme ich, weil der gute Brian gestern Geburtstag hatte. 79 ist er geworden. Alles Gute nochmal von dieser Stelle. Und ja, ich habe gestern also tatsächlich mehr oder weniger den ganzen Tag auf der Couch zugebracht und daher deshalb. So, ich habe hier ein Manuskript, ich will es versuchen durchzuprügeln. Vielleicht setze ich dann doch zwischendurch wieder meine normale Brille auf, nachdem klar ist, ich möchte bei aller rheinischen Frohnatur, launischen Kommentaren meinerseits schon herausstreichen, dass es mir doch recht ernst ist um das Thema, das ich heute abhandeln möchte, nämlich das Thema heißt Bipolar. Bipolar, da kann ich also auf mehr als 30 Jahre Erfahrung mit zurückblicken. Es wird hier keine vollständige Betrachtung dieses Themas werden und es hat auch nicht alles unbedingt damit zu tun, aber ich gehe das mal an. Was habe ich gesagt? Am Anfang haben wir schon gesehen hier als Beleg für meine Bipolarität ist eine Bescheinigung meines aktuellen Psychodocs. Hier bipolare Störung. Man kennt ja die Dr. Sauklaue, die die Doktoren immer haben. Außerdem steht hier unten die Medikation, die aktuelle. Und zwar einmal Quilonum Retard. Ne? Und zwar morgens eine halbe und abends eine ganze. Damit liege ich aktuell so bei 0,67 ungefähr. Was sind das? Mol pro irgendwas? Keine Ahnung. Ganz gut im Spiegel. Außerdem zur Nacht noch Quetiapin. Hier sehen wir die 200er Packung. Meistens nehme ich 100 Milligramm. Sind das Milligramm? 100 Milligramm. Aber wenn ich meine, da ist was, das gefällt mir nicht so ganz in meinem Gedankengut, dann nehme ich auch schon mal 200 oder auch 300. Aktuell bin ich auf freiwillig 200 Milligramm. Meine Bipolarität, ich muss hier alles ankratzen, hat mir verholfen zu einem Schwerbehindertenausweis und natürlich auch zu dem Tremor, den man bisweilen sieht. Liegt, denke ich, an den Psychomedikamenten. Aktuell, wie man vielleicht erkennen kann, habe ich den GDB50. Da ist der Herzinfarkt noch gar nicht drinnen. Mit dem Herzinfarkt wären es wahrscheinlich 70. So, das haben wir jetzt abgehandelt. Ich hoffe, ich habe alles gesagt.
Dann habe ich ein bisschen gegoogelt, ein bisschen gegoogelt. Hört man mich, wenn ich jetzt weggehe? Zum Thema Bipolar. Dabei habe ich zum einen mal einen Beitrag gefunden hier von einer Gruppe, die sich nennt Bipolare Pinguine, Bipolar Penguins. Hören wir mal rein. Vaccinated, ganz aktuell. Hey, Mr. Big Shot, out in the park. Got your hair dyed blonde and your blue jeans on. And little Ooh. Covaxin anti-line Mister. Jumpers tune recording live on a phone. Dauert mal ein paar Sekunden. Da kommt dauernd der bipolare Pinguin. Mister. Genau, das ist sehr lustig. Außerdem fand ich, ohne viel suchen zu müssen, den Beitrag hier aus dem National Geographic. Bipolare Mythen. Am Südpol gibt es keine Pinguine und am Nordpol auch nicht. Dafür beherrschen die Mücken, bla bla bla. Interessant. Und noch ein Artikel der Wiener Zeitung. Aber Pinguine sind doch nicht bipolar. Ja. Also das scheint die Welt zu beschäftigen beim Thema Bipolar, ne? Tatsächlich Pinguine. Da weiß ich überhaupt nicht warum. Hier haben wir mal Leo. Was sagt Leo? Wie heißt das auf Deutsch? Bipolar oder Bipolar. Ne? Und auf Englisch? Bipolar. Haben wir das auch in der amerikanischen? Was war das jetzt? Britisch oder ist egal? Also nochmal. Bipolar. Gut. Also davon rede ich hier. Das haben wir jetzt also auch gesagt. Und damit das Ganze ein bisschen lockerer wird, tue ich jetzt ein bisschen Kunst. Ich muss aufpassen bei meinen Beiträgen, die ich hier jetzt bringe, dass mir die von YouTube nicht in bester Absicht alle weggepiepst sozusagen werden, sodass am Ende sagen die YouTube-Leute, hier Laschet, was du da machst, ist kein Fair Use und das darfst du auf keinen Fall zeigen. Auch nicht, wenn du damit kein Geld verdienen willst oder nur irgendwas demonstrieren willst. Also aufpassen. Ein Teil der Sachen werde ich also nur einfach einblenden. Zum Beispiel hier das folgende Interview mit Brian Wilson, ein Ausschnitt davon aus dem Jahr 2016. Da spricht er dann über, ja, Drogen und ihre Folgen. I found it interesting, you talk about psychedelic drugs leading to mental illness and so on, and a lot of people have written about how your dad was violent, and how, you know, you were demonized by him, but I wonder, you seem still protective of him, like you can't decide if he was... Well, I'm not scared of him anymore. You know, when I was a kid, I was scared as hell of my dad. He used to beat me up with a belt, you know, he used to beat the hell out of me. You can imagine a spanking line, whip, whip, but his voice and his thing was more, I mean, very, very hard. And he was very, very, very cool person. And then you asked him to sort of leave you guys alone. We fired him, yeah. And then afterwards, it sounds like he was depressed. So I wonder, do you think that he suffered from some of the head stuff that you've had to go through? Probably so. Probably. I'm not sure. Probably did. Do you think it would be easier for somebody with some of the problems that you had today? Yeah, I think so. I think someone who pop bad drugs, making a big mistake, you know. Do you think the source of the problems that you had was the psychedelic drugs? Yes. Yeah? The psychedelic drugs messed my life up. But they made you more creative too, right? Yeah, but I got good vibrations, the California Girls, you know. Sometimes it helped me, Rhonda. I wrote those all after I took the psychedelic drugs. But it wasn't worth it? No, it was not worth it. Wow. So do you still used to hear voices? Yeah. Auditory hallucinations, you mean? Yeah. I've been hearing them for 50 years. What are they ever since I took psychedelic drugs. What do they say? Oh, very many derogatory things, very many. Threatening thoughts, life-threatening thoughts, and, you know.
Do you still hear them? Yeah. Really? So what do you do now when you hear them? I say, please stop talking to me. Please stop talking to me. They won't stop. Your wife, Melinda, I think you look for her when you... She helps you with that. Yeah, she helps me. She says, get those drugs out of here, you know? Do you hear them sometimes when you're on stage? Yeah, I do. That must be awful. Well, it's like doing two things at the same time, you know? I play the piano and sing, and the voices will be bombarding my brain at the same time. So it's rough, but not too rough, you know? You figured out how to handle it. Yeah. And yet you've created some of the most beautiful voices. Yes, I have. Kind of a weird irony, huh? Yeah. Do you think you'd be a genius without the drug? Yeah. No. Unfortunately, I wouldn't have. But the drugs mess up my brain, you know. I would not have been able to write as good a music if I hadn't taken drugs. Ja, das war also ein Beitrag der CBC News, der Canadian Broadcasting Corporation. Und es ging damals, glaube ich, um seine Autobiografie I Am Brian Wilson. Brian Wilson, im Übrigen muss ich jetzt sagen, die Allerjüngsten wissen es noch. Vielleicht haben die Großeltern mal ein Grammophon ausgepackt und was von den Beach Boys gespielt. Er war einer der drei Wilson-Brüder. Und seine beiden jüngeren Brüder sind dahin. Er lebt immer noch und das treibt mir immer wieder die Tränen in die Augen, dass er noch lebt und ihn auch so zu hören nach all diesen Jahren. Ein fucking Genius, echt. So, zweites Beispiel, denke ich, ist, sagte ich schon, das gibt sowas wie die Top 5 meiner bipolaren Sterne, was ich hier gerade mache. Beispiel Nummer 2 wäre Ray Davis. Ray Davis ist der Kopf, Sänger, Songschreiber von den Kinks, bei denen auch sein Bruder Dave Davis mitmachte. Aber Ray Davis also, Kinks. Und bei den Recherchen fand ich witzigerweise eine Aufnahme des Armin-Trios. Ich guck mal gerade, wie ich das hier jetzt finde. Habe ich mir das zurechtgelegt? Ja, also Gitarre spielen tue ich heute nicht. Das sei schon mal zur Beruhigung gesagt. Aber ein bisschen mitsingen tue ich. Das Armin-Trio, das tatsächlich damals aus mehreren Armins bestand. Und da habe ich zwei Aufnahmen von. Und, oder eine Aufnahme von der Probe. Und die fängt an mit folgendem Lied. Kriege ich das jetzt hin? Met her in a club down in old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola. Coca-Cola. C-O-I-A, la hula. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her name and in a dark brown voice she said Lola. A-O-I-A, la hula. La 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 la. The world's most physical guy, but when she squeezed me tight, she nearly broke my spine. Oh my Lola, la 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 Lola. Well, I'm not dumb, but I can't understand why she walked like a woman and talked like a man. Oh my Lola, la la la. Lola.
to be that way for me, Lola. La 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 Lola. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook out world except for Lola. Danke, Armin. Danke, Armin. Danke, Armin. Genau, das war also ein Beitrag für meinen Stern Nummer 2, meinen Bipolaren, und zwar Ray Davis. Haben wir das auch? Jetzt käme Beispiel Nummer 3, da muss ich gut aufpassen. Beispiel Nummer 3 für mich ist Sinéad O'Connor. Sinéad O'Connor, ich weiß nicht, wie sie richtig ausgesprochen wird. Am 3. Oktober 1992, da tauchte sie auf in einer Sendung der Saturday Night Live Serie und sie brachte den folgenden Beitrag. Hier nur ein Ausschnitt, so was sie gegen Ende dann da gemacht hat. Children, children, fight. We find it necessary. We know we will win. We have confidence in the victory of good over evil. Fight the real enemy. Ja, ne? Klare Worte. Man muss schon richtig hinhören, was sie da singt. Da kann man ihr wirklich nicht vorwerfen, sie wäre egal. Ungefähr 2 Wochen später, am 16. Oktober 1992, da trat sie auf im Madison Square Garden anlässlich, ich glaube, es war das 30-jährige Bühnenjubiläum, was von Bob Dylan, das er gegeben werden sollte zum Anlass des Bob Dylan im Madison Square Garden. Und dabei gab es dann folgenden Beitrag, den ich hier mal in der ganzen Länge, so wie ich ihn gefunden habe, bringen will. Ist mir egal, zieht euch da rein und denkt drüber nach, bitte. All right, I gotta tell you, I'm real proud to introduce this next artist, whose name's become synonymous with courage and integrity. Ladies and gentlemen, Sinéad O'Connor. Thank you.
turn this up. Until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. Until there's no longer first class or second class citizens of any nation. Until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. I've got to say war. Until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, I say war. And until the ignoble and unhappy regime which holds all of us through child abuse, yeah, child abuse, yeah, subhuman bondage has been toppled, utterly destroyed, everywhere is war. Ciao. Dann käme ich zur Nummer 4. Kurt Cobain. Ja, Kurt Cobain. Dazu muss ich sagen, Kurt Cobain, Nirvana, fand ich persönlich schon immer overrated, überbewertet. Als damals zwei Liedchen auf die Welt kamen, nämlich zum einen war es Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Wann erblickte das das Licht der Welt? Was steht hier? Am 10. September 91 sei das released worden. Und etwa zur gleichen Zeit, nämlich zwei Monate vorher, wurde von Pearl Jam das Liedchen Alive veröffentlicht. Und als ich diese Dinge, diese Lieder auch zum ersten Mal hörte, die Videos sah, da war ich sicher in der Rheinischen Landesklinik in Bonn, ne, um meine erste längere manisch-depressive Episode auszukurieren. Ich hörte damals in dieser Zeit die beiden Lieder, ich sah die Videos und ich wusste, ey, das ist verdammt geile Musik, die du da hörst und siehst, aber berührte mich nicht. Kam nicht an, nirgendwo. Und nichtsdestotrotz, wenn man mich fragen täte, irgendwann tief in der Nacht mich aufweckt und fragt Armin, meine, sagen wir mal, Gretchenfrage zu diesem Thema, Pearl Jam Alive oder Nirvana Smells Like Teen Spirit, immer Pearl Jam und Alive, ja. Programm vielleicht, vielleicht deswegen irgendwo lebe ich auch noch und Kurt Cobain nicht mehr und da oben hängen sie beide, auch der Eddie, Jerome Vedder nennt er sich, er ist genau 9 Monate nach mir geboren, am 23. Dezember 64. Ja, was mich dann noch verbindet, jetzt trotz allem mit dem Kurt Cobain, ist, ein Ereignis. Es war ungefähr der vierte, 94. Da war ich in meiner Wohnung in Heidelberg und habe irgendwie Gitarre geklimpert, irgendwas dazu gesungen. Und das, was ich da gesungen habe, das ging etwa wie folgt. Lass mal sehen, das ist alles so dröge. Hier wieder ein bisschen Musik. Wo ist es denn? Ein kurzer Ausschnitt. Somebody found dead by the railway tracks. Another man found hung dead. Damals so eine Vorahnung.
eigentlich nicht so die Texte, die ich damals gemacht habe, wenn ich für mich so Gitarre gespielt und gesungen habe. Und am nächsten Tag oder zwei Tage später dann im Radio, Kurt Cobain wurde tot aufgefunden. Also vielleicht doch irgendwie so eine Art von Verwobenheit mit einem Menschen, der ähnlich strukturiert, desorientiert wurde und ist. Das und jetzt kommt mal wieder ein Beitrag, von dem ich hoffe, dass YouTube mir den belässt. Ich bringe den also hier ausschnittweise aus dem umjubelten Konzert MTV Unplugged, Nirvana MTV Unplugged. Und hier der Curti, ich weiß nicht, kratzt er sich zwischendurch immer mal wieder im Gesicht. Also voll zugedröhnt. Und er singt ein Lied von David Bowie.